Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon, ich sitze wieder auf dem Bike. Leider macht das Wetter heute nicht so ganz mit, so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das macht nichts. Ich habe wieder die gleiche Ausrüstung wie letztes Mal dabei. Also die OM1, die OM5, einmal das 60mm Makro und einmal das 12-100. Und ja, da sind wir ganz gut ausgerüstet und jetzt schauen wir mal, ob trotz des Wetters, ob wir da irgendwas Interessantes finden. Da kommen wir jetzt übrigens gleich zu meinem Platz, wo ich normalerweise die Spinnen immer fotografiere. Ich werde da mal kurz stehen bleiben und schauen, aber ich glaube, denen ist es heute zu kalt. Aber man weiß es nicht genau. Ja, also ihr seht schon, da musste ich jetzt auch absteigen, weil selbst wenn ich ganz langsam fahre, sehe ich manche Motive nicht. Und in dem Fall war es eben diese Spinnenhaut. Ich zeige sie nochmal mit der Action 4, damit ihr seht, wie klein das überhaupt ist. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo die überhaupt ist. Genau, da ist sie. Genau da. Da habe ich jetzt natürlich was gefunden, was sehr, sehr interessant ist. Nämlich eine Spinnenhaut. Ja, es windet ein bisschen, das ist schade. Schauen wir mal, das kann man bestimmt auch toll fotografieren. Was haben wir denn da für hübsche Blumen? Da müssen wir doch gleich mal schauen. Da sind viele so gelbe Blumen. Identifizieren konnte ich sie noch nicht. Ihr seht sie da unterhalb. Nee, ich weiß nicht, was das für welche sind. Das macht aber nichts. Da suchen wir uns jetzt eine schöne raus. Und die fotografieren wir dann. Hier mal ganz kurz angehalten, weil es natürlich auch wunderschön hier. Allerdings ist das Wetter halt ja nicht gerade zuträglich. Mal schauen, ob ich mit den Spiegelungen was machen kann. Aber ansonsten gibt es ja heute nicht ganz so viel her. Aber es macht nichts. Ist auf jeden Fall ein schönes Fleckchen Erde. Ja, und die Schlüsselblumen, die sind natürlich immer ein Foto wert. Auch wenn jetzt der Hintergrund da nicht ganz so toll ist. Aber da schauen wir mal, wie wir das machen.
So, da haben wir jetzt wieder so schönes Moos. Da schauen wir auch mal, ob wir das schön in Szene setzen können. So, jetzt habe ich da noch einen Marienkäfer gefunden, beziehungsweise zwei. Aber die sind schwer zum Fotografieren, weil entweder sie hängen so da wie jetzt oder sie bewegen sich sehr schnell. Aber wir versuchen es natürlich, ganz klar. Das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich habe genügend Material. Sonst gehe ich nochmal und mache dann von zwei Ausflügen ein Video. Aber wenn das reicht, schauen wir mal. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein zukünftiges Video mehr. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Ralf. Ciao.